Leute und herzlich willkommen zu, mal kurz die Sounds hochdrehen, einem Video einer etwas anderen Art, würde ich behaupten. Und zwar wurde ich heute auf TikTok und in den Social Medien auf etwas aufmerksam gemacht. Und ich dachte mir, wir fangen mal an darüber zu reden, für alle, die es eventuell interessieren könnte. Und zwar geht es darum, dass SSO verklagt wurde. Für den ein oder anderen, der es noch nicht mitbekommen hat, ja, Star Stable wurde verklagt. Von der, ach, wie heißt, also ich weiß jetzt gerade nicht mehr den Namen von der, aber auf jeden Fall von der Expertin wurden die so, ich meine, wie so Handy-Apps so. Es geht quasi um die Android-Version von Star Stable zum Beispiel. Und da wurde die Expertin darauf aufmerksam, dass Kinder regelrecht dazu gezwungen wurden, doch bitte Starcoins zu kaufen, dass sie halt weiterspielen können. Ich meine, im Endeffekt kann ich es verstehen, denn Star Stable zwingt auch uns PC-Spielern in einer Art und Weise, uns Starcoins zu kaufen. Indem man zum Beispiel nur gerade mal bis Level 5 maximal gratis spielen kann und danach müsste man sich Star Rider holen, um weiterspielen zu können. Aber ich muss sagen, zu dem Thema, es ist gut, dass sie es überprüfen, denn ich denke mal, viele von euch geht es auch auf die Nerven, dass man eigentlich regelrecht damit überhäuft wird, sich Starcoins holen zu müssen. Zum einen für die neuen Pferde, zum einen die neuen Spieler, die, wenn man jetzt einfach mal die Star Rider Codes weglässt, ne, werden sie ja regelrecht dazu gezwungen, sich Starcoins zu holen. Also warum auch nicht in der Handy-Version? Weil man kriegt ja, ich glaube, ab Level 5 gesagt, dass man zum Beispiel jetzt einfach nicht mehr weiterspielen kann oder so. Ich glaube es, aber ich weiß es nicht mehr. Und auf jeden Fall finde ich sowas eigentlich, ja, ich persönlich finde es gut, dass sie da mal nachgucken, weil nicht, dass sie, ich sag mal, den kleinen Kindern, die übers Handy spielen, übers iOS oder was weiß ich, worüber die Kinder heutzutage, wenn sie kein PC haben oder Laptop, you know. Und ja, auf jeden Fall kann es passieren, dass Star Stable eventuell komplett geschlossen wird. Das heißt, dass man nie wieder Star Stable auf irgendeine Art und Weise mehr spielen kann, wenn es richtig schlimm wird. Weswegen wir alle hoffen müssen, dass jetzt nichts Krasses bei rauskommt. Denn ich habe schon die Befürchtung, wie bei Palworld, auch ein bestes Beispiel, da läuft ja auch nämlich eine Klage zwischen Microsoft und, ne, Dings und Nintendo. Und, ne, falls ihr das auch mal mitbekommen habt. Und jetzt bleibt uns eigentlich nur darauf zu hoffen, dass dass irgendwie alles noch im Lot ist, nichts Ernstes bei rauskommt. Denn wenn wirklich das so ist, dass es wirklich richtig ernst wird und Stase wirklich so eine Masche abgezogen hat, dann ist wirklich das ganze Spiel vom Arsch und alle, die wirklich über Jahre hinweg, wie ich, Geld reingesteckt haben, also natürlich meist mittlerweile nicht mehr, weil lohnt sich nicht mehr. Und sie sind auch wirklich ziemlich geldgeil geworden, wenn wir mal ehrlich sind. Und ja, deswegen, ich fand das schon heute eine richtig krasse Nachricht, dass Star Stable verklagt wurde. Ich werde auch gleich in die Videobeschreibung noch reinhauen, wer genau nochmal diese Expertin war, denn dazu habe ich auch ein interessantes Video auf. Und ich habe auch irgendwie so einen Beitrag gerade gehabt. Sekundet. Genau, also in der, ich kann euch mal die Nachricht vorlesen, denn ich kann, weiß nicht, wie man Bilder einfügt oder so ins Video. Deswegen lese ich euch einfach vor, was in dem Bericht stand, den ich zum Beispiel heute gelesen habe, ne? Und zwar, unter den getesteten Spielen enthalten mehr als 25% in App-Käufe. Mehrere davon werden ab 3 Jahren empfohlen. Nach dem Marketinggesetz dürfen Kinder innerhalb der Spiele keinen direkten Kaufanforderungen ausgesetzt sein. Es ist wirklich schlimm, dass es so aussieht, die Spiele ziehen Kinder und Eltern an, weil sie kostenlos sind,
aber sobald man im Spiel ist, gibt es kein Halt mehr. Was die Spielfirmen verursachen, einem anzutun, sagt Sinan Aktak, also die Expertin für digitale Verbraucherschutzfragen in einer Pressemitteilung. Und jetzt kommt's. Star Stable, ein beliebtes Spiel, bei dem sie ihre eigene Pferdewelt erschaffen können, ist eines von zwei Spielen, die die Organisation eingehend untersucht hat. In der Überprüfung kam man zu dem Schluss, dass das Spiel gegen gute Marketingpraktikanten verstößt. Da Kinder, die das Spiel mit direkten Kaufaufforderungen und der irreführenden Verwendung von Scheinwährungen konfrontiert werden. Stasse wurde nun dem Verbraucherombudsmann gemeldet, was auch immer das ist. Hier geht es nicht um eine freundliche Lektion in Sachen persönliche Finanzen, sondern um Erwachsene, die Kinder um Geld betrügen, sagt Sinan Aktak. Quasi Star Stable wurde ja aus einer schwedischen, also die Entwickler sind ja aus Schweden, so Star Stable ist eigentlich ein schwedisches Spiel, originell. Und ja, und diese Sinan Aktak, die Expertin, hat sich das direkt unter die Lupe genommen. Und es gibt ja zum Beispiel noch ein Spiel, was wirklich sehr interessant, also was nicht, also nicht wirklich interessant ist, aber auch da werden Spieler eigentlich regelrecht gezwungen, sich was zu kaufen. Ich weiß nicht, ob ihr alle Star Equestrian kennt, das ist auch eines mit der beliebtesten Handy-Pferdenspiele, die es gibt. Und zwar quasi geht es darum, dass wenn ihr zum Beispiel ein Rennen verloren habt, da weil eure Ausrüstung und eure Pferde einfach schlecht sind, werdet ihr regelrecht nach den Rennen immer voll gespammt, dass ihr euch doch mit diesem Angebot ein klasse Pferd, Reiter und gute Sachen euch holen könnt, damit ihr das nächste Rennen halt besser gewinnen könnt. Sowas ist zum Beispiel gemeint. Oder wie bei Rival Stars, aber ich glaube ich weiß gar nicht, wie das da in der Handyversion nochmal war. Aber auf jeden Fall haben sie dich doch auch da mal mit der Mitgliedschaft, sind sie dir regelrecht auf die Nerven gegangen mit. Und ja, na, sowas ist quasi gemeint. Und eigentlich finde ich es auch gut, dass sie dahinter gucken, was genau dahinter steckt und so. Aber auf der anderen Seite wäre es schon scheiße, wenn da wirklich was dahinter steckt und sie sagen, okay, Star Stable darf nicht mehr weitergeführt werden. Dann wäre das wirklich richtig traurig, weil für alle Langzeitspieler wie mich ist es wirklich einfach nur traurig, wenn das Spiel geschlossen wird, weil wir wirklich viel Zeit, viel Geld in das Spiel investiert haben. Und wir uns eigentlich selber ärgern, dass Star Stable jetzt so geworden ist, weil ja mit unter anderem wurden sie an Epic Games verkauft und all sowas. Also wäre es halt wirklich schon schade, wenn es so wäre. Und was wir jetzt wirklich tun können, ist einfach nur zu gucken, wie es sich entwickelt, ob es vielleicht die Anklage fallen gelassen wird, dass Star Stable nicht verklagt wird, wir das Spiel weiterspielen können. Ja, müssen mal gucken. Das ist wie mit Pyrebird, da läuft ja auch momentan die Klage und wir wissen ja auch nicht, was genau passieren wird. Ja gut, auf jeden Fall dachte ich haue noch heute dieses Video mit raus, weil es dann doch schon ein sehr interessantes Thema ist. Und ich hoffe wirklich sehr, dass Star Stable wirklich am Leben bleibt, weil es wäre schon traurig. Ja, auf jeden Fall wünsche ich euch hiermit noch einen wunderschönen Abend. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen, dass es doch mal ein Video einer anderen Art ist. Und ja, dann sehen wir uns auf jeden Fall in einem nächsten Live oder einem Video wieder. Bis dahin. Tschüssikowski.